Einen wunderschönen guten Morgen. Wie kommt es so vor, als wären wir so früh noch nie beim Schwörer gewesen? Und dabei bleibe ich. Wollen Sie den kompletten Einkauf? Schön, Sprache. Ach, Lieder. Ja? Ist fit? Total fit. Ich war noch nie so fit wie heute Morgen. Noch nie so fit. Der Müller dafür noch nie so unfit gewirkt wie heute Morgen. Du hast beide Schuhe auf. Tatsache. Ey, so ohne Witz, ich sag's ehrlich, mir kommt das vor, denn. Also, wir so früh noch nie beim Schwörer waren. Das ist übrigens so, dass hier wirklich nur so vorkommt. Wir waren immer so früh. Warum ist hier so ein Strich? Okay, gut, dass der Maritz. Gerade immer so ein blauer Strich. Google gleich mal 16 zu 9. Was für ein Strich meinst du denn? Blau? Nein. Also, gerade immer ein blaues. Blauer Strich, blauer Strich. Ja. Die reden wie am Rad alle. Das Wichtigste ist ja, wieso, ihr kennt das ja. Ich meine, ich muss ja auch nicht immer sagen. Ist ja auch sonst lächerlich. Der gute alte Grafschaft, der Goldsaft, alles andere ist mir scheißegal. Ey, wir holen auch dieses Jahr keine Melone, ohne Witz, das geht ja gar nicht. Was? So. Ey, ich hab übrigens auch mein Kiesbergen-Shirt an, ne? Ja. Ich muss auch mal zeigen. Ob ich das auch hab. So, weiter geht's. Wollen wir ein bisschen Obst kaufen? Jetzt mal ohne Witz, so ein Apfel? Ja, sollen wir auch ein paar Brötchen holen? Obst. Boah, Alter. So krass und fit, ey. Ist unglaublich. Aber nicht so alkoholtechnisch, sondern so mütteltechnisch. Und da ist er. Das ist, ich muss da mit Kamera runtergehen. Oh, ist das geil, ey. Guck mal. Ja, Oberweiler. Ist schon cool. Haben wir jetzt echt Obst geholt? Wofür? Damit du dich abfuckst. Damit wir fit sind. Bananen stopfen, nimm mehr davon. Ja, der ist schon auf Weg. Ja, er hat ihn wieder mal gemacht. Der alte Spaßvogel, Daniel. Oder wie Freunde ihn nennen, Lieutenant Dan Harper. Ich gehe schon mal direkt rein, wo ich genau weiß, wo meine Kornpops sind. Ich kann mich jetzt aushielen, dank dem Video. Da sind es auch schon, die guten alten Honey-Bzz-Pops. Geil, dass die Honey-Bzz-Pops heißen, ey. Aber von der Kalorienanzahl ist das natürlich schon so ein kleiner Burner, ne? Sehe ich da gerade. Gut. Das ist jetzt durch. Ich hole für mich so eine Schokomilch, weil ich jetzt voll Bock habe, im Auto was zu trinken. Wir sind noch 7, oder? Das ist die normalen Beefy oder Beefy Roll? Beefy Roll. Keine Anfänger hier. Erstmal ein Eis. Ich nehme kurz meine. Da ist sie wieder. Sag es nochmal: 8 Liter Volvic. 8 Liter Volvic. Wir müssen doch nicht immer einen Rekord brechen. Nur nimm mal hier 8 Millionen Tüten mit hin. Ich sag, wir sind bei. 113,52 €. Ich geh nochmal runter: 109 Euro. 107,87 €. 108,57 €. Mario, hier, wie heißt nochmal? Müll. Was tippst du? Wie viel? 111,73 €. Nee, ich tippe. Was ist er denn? Das ist meiner, für jetzt. Kannst du hoch hin tun. Oben hin tun. Oben hin tun, hier. Ich tippe immer nicht. Ich tippe 120 Euro. Wer hat denn jetzt 20 Euro gekauft? 120 Euro, das wird sein. Was tippen die Frau um Sarajeko? Ja, Sarajeko. Was tippen Sie denn? Wir sind erst bei 49 Euro. Wie, keine Ahnung, das ist kein Tipp. Über 100? Hab ich auch. Also nehmen wir sie als 100 auf, okay. Ja,
120 gesagt. Ich könnte diesmal überragend damit mal gewinnen. Nein. Ich habe 120, ich sag's nochmal, Kinder, ne? Überragend. Ja, hab ich gewonnen. Super, weil ich 120 gesagt habe. Ha! Super. Soll ich vorstellen? Also ich muss ja an den kleinen Sachen im Leben freuen. Gewonnen. Gut. Nein, größten Mindest muss ich ja hier auch keiner sagen. Ne? Auch wenn es zurzeit keinen interessiert, ist es einfach so. Ich glaube, ich kaufe mir so eine Immobilie von Phoenix Brinkert. Stand da oben eben. Schade. Riesenscherz vorbei. Mich fuckt gerade ab, dass an der Brötchentheke etwas voll ist. Wollen wir vordrängen? Nein. Ganz wichtig, die werden uns heute zum Turniersieger. Ja, so ein Nogger sind schön. Ja, die Blumen sind wichtig. Mö, zeig dir mal bitte. Schön, ja. Die sind auch runtergesetzt. 50% halber Preis statt 1,69, 99 Cent. Und Mö, was noch? Und warte, erst noch 25 Male. Und ein Käse-Dings da. Und ein Rosinenbäckchen für Freddy. Ja, wenn er jetzt wirklich Rosinenbäckchen kauft, ne, dann steckst du ihn jetzt wirklich in den Arsch rein. Ohne Witz. Jetzt hoffe ich, dass er sie kauft. Oh, die Jungen vom SC. Mö. Kannst du mal bestellen, was ich gesagt habe? Hat er doch. Was hat er denn? Zwei Rosinenbäckchen. Mhm. Hat er gerade bestellt. Ich hasse Rosinenbäckchen, ich will zwei Reihenbäckchen haben. Zu spät. Herr Mö, ne, ich sag's dir nochmal, ne? Ah, der Mö macht das schon, keine Sorge. Das traut er sich nicht, das traut er sich. Ich glaube nicht. Ich mach scheißegal, ob das schon die Brötchen. Hier sind schon mal 15. Beste Bäckerqualität. Von Meisterhand gerollt. Wie heißt die denn bei Ihnen? Heißt die nicht Reihenbäckchen? Einfach. Einbach? Ja, dann nehmen wir die. Hier schon rausgekommen, Bocke. Das war mir alles wieder viel zu viel. Also jetzt nicht vom Geldmäßig, aber wie so. Wie heißt das nochmal? Reizüberflutung. Ah, der Dan ist auch so einfach mega kamerageil, das gefällt mir. Ja, mega Kamera gehen, sagt man auch, ne? Kamera gehen, wie Foto gehen? Filmo gehen? Ich bin nie wieder zurück. An die Nordsee? Ich wusste, dass du hier bleibst für mich. Ich wusste es echt. Ich wusste, dass du jetzt hier, wo du mit der Uni fertig bist, dass du dich hier niederlassen würdest. Und einen kleinen Bauernhof gründen. Alex? Ja? Jetzt Geld geben, das haben wir morgen alle vergessen. Deswegen jetzt Geld geben, wenn ich morgen nicht vergesse. Sehr gut. Dane ist auch ein ganz großer Schauspieler verloren gegangen. Das sage ich hier und jetzt und Chapeau. Chapeau. So. Ja, dann ist vom gestrigen Abend noch das. Kein Wunder, dass ich so ein gutes Rating habe. Ich bin so unfassbar kreditwürdig. Der Rest von gestern Abend. Was für ein Rating? Wie? Was? Was ist eigentlich eure stolzeste Idee geworden mit diesem sozialen Netzwerk für mehrere Leute? So. Ich weiß nicht, da kamen zwei andere. Ich glaube, der Zuckerberg. Und der von Google, die hatten auch so eine Idee. Aber die haben schnell umgesetzt. Das ist echt schade. Also nochmal ein Stolli, das ist echt, war echt eine gute Idee so. Ja, hi. Nein, das geht so. Hallo, Felmer. Wie geht's? Ja, hi. Palim, palim. Sehr gut nachgestellt. Ja.